Der 14. Februar, das ist der Tag der Liebenden, also der Valentinstag. Und da freut sich nicht nur die Liebe, da freut sich auch das Geschäft. Aber seine Wurzeln, die liegen ganz weit zurück. Da gibt es wohl mehrere Heilige, die hier zu einem Valentin zusammengemischt wurden. Zum ersten Mal in einem Bezug zur romantischen Liebe, den gab es vermutlich im 14. Jahrhundert in England. Und ebenfalls in England im 18. Jahrhundert hat man dann erstmals kleine Geschenke und Grußkarten, sogenannte Valentines, verschickt. Und von dort hat sich das dann auf die ganze Welt ausgebreitet. Die Kirche feiert ja nicht mehr offiziell den heiligen Valentin, aber es gibt doch, wenn es nicht mit anderen Feiertagen kollidiert, da und dort, zum Beispiel auch in Wien, Gottesdienste oder kleinere Feiern in diesem Rahmen. Der Valentinstag, der ist vor allem auch ein ganz großes Geschäft. Allein in Wien werden rund 35 Millionen Euro ausgegeben. 20 Millionen Schnittblumen und 12 Millionen Topfpflanzen werden in Österreich an diesem Tag gekauft und im Schnitt werden dafür 58 Euro ausgegeben. Das ist zwar etwas weniger als beim Rekord 2018, da waren es noch 60 Euro, aber es ist immer noch ein ganz enormer Wert. Und am spendabelsten, da ist der Westen Österreichs, nämlich Vorarlberg, da werden im Schnitt 88 Euro pro Person ausgegeben, gefolgt von Kärnten und Wien mit 69 bzw. 62 Euro. Am knausrigsten ist man übrigens in Salzburg und der Steiermark, dort wird österreichweit am wenigsten mit etwas mehr als 50 Euro ausgegeben. Für die Blumenhändler ist das ein Mega-Geschäft. Wie erwähnt, 20 Millionen Schnittblumen und 12 Millionen Topfpflanzen. Insgesamt rund die Hälfte aller Geschenke an diesem Valentinstag, das sind Blumen. Ein Viertel, das sind Süßigkeiten. Dahinter folgen Restaurantbesuche, Gutscheine, kleinere Reisen und so weiter. Und für die Blumenhändler und Gärtnereien, da vervierfacht sich der Umsatz an diesem einen Tag, dem Valentinstag, denn da ist es eben guter Brauch, Blumen mitzubringen oder kleinere Geschenke zu machen, gerade wenn es eben um die Liebe geht. Aber rund ein Drittel der Österreicher, die pfeifen komplett auf den Valentinstag und verweigern die Geschenke. Wie gut das zu Hause ankommt und ob das eine partnerschaftliche Entscheidung ist oder nicht, das steht in den Sternen, aber insgesamt zwei Drittel der Österreicher, die kaufen ein und geben im Schnitt 58 Euro für die Geschenke aus. Und auch schon am frühen Morgen in der Wiener Kärntnerstraße zum Beispiel, da brummt das Geschäft. Und es ist kaum vorstellbar, dass alle Menschen, die jetzt große Blumensträuße mitbringen, das jeden Tag machen. Also es ist Valentinstag, der Tag der Liebe, und der wird ordentlich gefeiert. Am Valentinstag, da schenkt man Blumen. Sie auch, welche schenken Sie denn? Ja, ich schenke jetzt meinen Mitarbeitern Gerbera, gelbe Gerbera, wenn die so sonnig sind und vielleicht das Frühjahr schon ein bisschen einläuten. Und kaufen Sie nur am Valentinstag Blumen oder ist das eine Sache, die Sie auch unterm Jahr hier und da mal mitbringen? Na, schon auch unterm Jahr. Für meine Frau zum Beispiel, zum Geburtstag oder zu besonderen Anlässen. Valentinstag, da werden viele Blumen geschenkt oder andere Geschenke gemacht. Schlagen Sie da auch zu und wenn ja, für wen? Nicht nur am Valentinstag. Ich denke, bin verheiratet und ab und zu beim Heimfahren im Mödling bleibe ich stehen und kaufe Blumen. Heute nicht, aber heute ist ja angeblich der Valentinstag für Singles. Also nachdem ich verheiratet bin, zählt das heute nicht so für mich. Das heißt, Ihre Frau darf sich regelmäßig freuen? So ist es. Wir gehen heute zum Heurigen und feiern dort ein bisschen. Es wird schon also was geschenkt, aber auch in Form jetzt nicht unbedingt von einem Geschenk, sondern zum Beispiel irgendwie sehr schön essen zu gehen, einfach einen besonderen Tag draus zu machen. Wobei es jetzt nicht nur an dem Tag irgendwie für mich was Besonderes ist. Also ich versuche schon öfters im Jahr auch. Seid ihr jetzt nur so? Ich wollte gerade sagen, da muss man ja quasi getrennt befragen. Stimmt das, was er sagt? Ja, nee, das stimmt schon. Also ja. Die gehen auch öfter mal zusammen essen und er bringt mir Blumen mit. Aber Valentinstag ist nochmal so eine Gelegenheit, vielleicht auch mal ein nettes Kärtchen zu schreiben und zu sagen, ja, das ist schön, schön, dass wir zusammen sind und schön, dass wir das Leben teilen. Schon eine schöne Bedeutung der Tag. Aber wenn Sie Blumen kaufen, welche sind denn da die bevorzugte Art? Das sind Frühlingsblumen, die jetzt beginnen zu blühen. Welche genau, weiß ich nicht. Dazu kenne ich mich zu wenig aus, aber das machen wir in Abstimmung. Wahrscheinlich schon Rosen, also rote Rosen. Ja. Also müssen nicht immer Rosen sein, es geht auch mal ein schöner bunter Strauß, aber Rosen sind am Valentinstag eigentlich schon, ja. Schon so das Gängige. René Steinmetz, Chef eines schönen Blumengeschäftes in der Wiener Kärntnerstraße. Der Valentinstag ist ja für Sie wahrscheinlich einer der wichtigsten Tage des Jahres. Wie wichtig ist er denn tatsächlich für die Blumenhändler? An und für sich ist der umsatzstärkste Tag im Jahr. Also es ist wirklich ein Tag, wo wirklich die Post abgeht. Und ja, wir haben auch Glück, weil wir sind halt da im Freien und von der Natur abhängig. Und nachdem es heute sehr schön ausschaut, ein schönes Wetter ist und es nicht kalt ist, keine Minusgrade hat, hoffe ich auf ein gutes Geschäft. Und was wird am meisten gekauft? Gibt es da Dauerbrenner und Klassiker, die immer gut ankommen? Oder was würden Sie empfehlen, wenn jemand unsicher ist? Also Klassiker, was immer gut geht, sind einfach rote Rosen, weil da haben wir eine Menge.
oder Rosen allgemein. Und andererseits, also was immer gut ankommt, sind auch Frühlingsblumen. Die sind preislich wahrscheinlich günstiger als die Rosen. Aber wenn man zu Ihnen kommt oder in ein anderes Fachgeschäft, kann man sich auch darauf verlassen, dass man gut beraten wird, falls man unsicher ist, was denn gut ankommt, oder? Auf alle Fälle. Ich habe gute Mitarbeiter, sehr profunde Mitarbeiter, die können Sie bestens beraten. Keine Sorge. Und wie geht es der eigenen romantischen Ader? Kommen Sie überhaupt dazu, auch Blumen mitzubringen und zu verschenken, oder ist da zu viel Arbeit an diesem Tag? Na leider, also in der Familie bleibt es immer etwas kurz, weil der Tag beginnt sehr früh und endet sehr spät. Aber dann am Abend, wenn ich nach Hause komme, nehme ich natürlich immer Blumen mit. Blumen sind für den Tag wichtig.